So, hallo Freunde der Kunst. Heute mal ein anderes Video. Und zwar werde ich euch heute mal probieren zu erklären, wie man solch eine Fotovorlage als Kreidezeichnung anfertigt. Das ist ein Foto, was ich selbst gemacht habe von Neckargemünd bei Nacht. Ich finde es sehr interessant mit diesen ganzen Lichtern und der Spiegelung. Wird aber nicht so einfach, das umzusetzen. Geht los. Wie überträgt man jetzt so ein Foto auf so einen großen Fotokarton? Ja, und zwar eigentlich relativ simpel, indem man auf dem Foto 1 cm Gitternetz anzeichnet. Ja, das ist immer 1 cm. Und dann schaut, wie viele sind es? Okay, 1 bis 29. Gut. Was hat der Fotokarton? Hat 70 mal 50 cm. Dementsprechend teilt man dann diese 70 cm gegen die 29 Felder, bekommt man dann so 2,4 Ebbes raus. Sprich, ein Feld auf dem Fotokarton ist dann nicht 1 cm groß, sondern 2,4 mal 2,4 cm groß. Und so könnt ihr euch dann schon mal das Netz in der richtigen Proportion auf den Fotokarton übertragen. Und dann geht er natürlich her, wenn ihr das gemacht habt und schaut, dass er die Vorzeichnung wirklich entsprechend der Felder auf dem Foto versucht zu übertragen in die entsprechenden Felder auf dem Fotokarton. Muss man mal ein bisschen üben. Das Wichtigste ist aber diese Hochrechnung, dass man die richtigen Proportionen hat. Ja. Was benutze ich so für das Bild? Einerseits zum Vorzeichnen und auch für immer Details so eine Art Kreidestift. Ja. Sieht man es? Wo ist es? Fokussieren. Da. Weißkreide, ja, hat einfach den Vorteil, dass ihr auf dem schwarzen Fotokarton die Linien viel, viel besser seht, lässt sich besser radieren als Bleistift, ja. Und im Bild selber könnt ihr damit ganz andere Details natürlich nachzeichnen, als wenn ihr jetzt hier die normale Kreide nehmt, ja. Da benutze ich immer hier diese Feinkreide, extra fein. Ja, keine Pastellkreide, sondern also keine Ölpastellkreide, sondern normale Pastellkreide hat einfach den Vorteil, die lassen sich natürlich viel, viel besser verwischen. Ja, und das brauchen wir ja auch bei dem Bild. Da diese ganzen Übergänge mit Ölpastellkreide, also ich würde verrückt werden. Mit der normalen Pastellkreide geht es super, dass man da auch immer Nuancen immer wieder reinwischt, reinwischt, reinwischt. Und was ihr im Timelapse-Video vielleicht auch schon bemerkt habt, ist, dass ich halt immer so Schnitte habe, wo ich das Bild dann, nachdem ich es quasi mit fixaktiv eingesprüht habe, nach gewissen Arbeitsschritten, wieder bearbeite. Hat einfach den Vorteil, dieses fixaktiv, dass die Kreide dann nicht mehr verwischt. Sprich, ihr könnt auch mal aus Versehen nicht draufkommen, ohne dass ihr euch es gleich zerstört. Und ja, lässt sich danach einfach viel, viel besser weiter bearbeiten. Und ja, dann viel Spaß jetzt erstmal beim Timelapse-Video zum Prozess von der Entstehung des Bildes. Und dann sehen wir uns danach dann gleich wieder. Jo.
ist das fertige Bild. Also, ich finde es sehr schön geworden. Ist halt natürlich ein bisschen knifflig gewesen, diese Lichter auch so wie vom Foto so glänzend rauszukriegen. Aber ich denke, es ist sehr gut gelungen. Ja, natürlich, hier ist ja eh schon alles schwarz gewesen. Habe ich aber trotzdem lieber nochmal mit Schwarz nachgearbeitet, damit dieser Kontrast, wie jetzt zum Beispiel hier vorne bei dem Baum, der da im Bild ist, hier hinten nicht so stark ist. Ja, von Schwarz zu Schwarz oder von dem Kreideschwarz auf den Fotokarton schwarz. Da finde ich, ist das schon immer besser, wenn dann alles ungefähr das einheitliche Schwarz hat. Ja. So, ja, wandert natürlich auch in die Ausstellung. Wann die stattfindet, weiß ich leider so noch nicht, weil im Moment hängt es ja noch an der Kellersanierung. Da warten wir jetzt noch auf den Elektriker, bis der mal fertig ist. Danach kann ich dann meine Werkstatt einrichten, damit ich da dann auch wieder richtig loslegen kann. Und sobald das dann alles fertig ist, kann man natürlich jetzt Corona-bedingt mal schauen, wie man überhaupt so eine Ausstellung in den Privaträumen stattfinden lassen kann. Vielleicht mit so einer Art beschränkten Zugang, sprich 10 Leute maximal oder so und natürlich hier Desinfektionsmittel, alle mit Masken, was natürlich alles ein bisschen schade ist. Ansonsten wird es sich vielleicht noch auf nächstes Jahr verschieben, dass ich den Winter jetzt dann Zeit habe, noch mehr Werke zu produzieren für die eigene Ausstellung. Und ja, yeah, also ich werde euch auf jeden Fall noch früh genug Bescheid geben, wann es dann soweit ist. In der Zwischenzeit mache ich natürlich, wenn es geht, viele Videos, jetzt wie in diesem, dass ich euch einfach die momentanen Bilder immer mit Timelapse-Video oder halt so einer Beschreibung anbiete. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass ich das jetzt auch diesmal ein bisschen beschrieben habe, wie es mal. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr es liked und natürlich auch, wenn ihr es teilt, weil Teilen hat immer den Vorteil, dass es auch Leute sehen, die jetzt meinen Kanal noch nicht abonniert haben oder halt an meiner Freundesliste sind. Ja, ansonsten, ja, bis dahin, tschüss!